Der FC Basel ist der Erfolgsklub in der Schweiz und es gibt einen in der Mannschaft, der den Erfolg am besten verkörpert. Er ist der, der praktisch als unschlagbar gilt auf dem FIFA 17, auf der Playstation in der Mannschaft. Er ist auch am schnellsten im Go-Kart-Rennen und er zockt am besten auch in der Mannschaft. Immer wenn sie pokern, hat er die meisten Chips. Der Renato Steffen, der Erfolgsmensch beim FC Basel, ich nehme an, nach deinem persönlichen Erfolg in der Vorbereitung, willst du jetzt auch mit der Mannschaft durchstarten in der Rückrunde? Klar, wir haben uns natürlich in dieser Vorbereitung haben wir uns natürlich wieder Ziel gesetzt für die Rückrunde, dass wir wieder attraktiven Fußball zeigen wollen, dass wir als Mannschaft wieder auf der Rasen stehen und den Fans etwas bieten. Und, klar, wir wissen, dass der Vorsprung ja, gross ist, es sind 12 Punkte, aber wir haben auch gesagt, wir wollen uns nicht ausruhen auf diesen 12 Punkten. Es sind 18 Spiele, eigentlich wie Endspiel, dass wir unser Ziel, den zweiten Stern, zu erreichen. Das ist unser grosser Höhepunkt. Und da schafft man eigentlich jede Zeit her. Das haben wir jetzt auch gemacht in dieser Vorbereitung. Und ich glaube, die Vorfreude ist riesig für am Samstag. Und ja, es ist natürlich dann noch ein anderes Highlight hier mit dem Cup gegen FC Zürich, so der Klassiker eigentlich im Fußball. Und das wird sicher noch ein bisschen unser Hinterkopf, im Hinterkopf sein von uns. Dass dann im März dass man jeder parat ist und es wird so ein bisschen wie ein Zückerli sein schon. Darum ja, haben wir jetzt verschiedene Highlights eigentlich dieser Rückrunde und ich glaube, die Fans können sich freuen, dass sie wieder ein anderer FCB sind, wo wieder das Feuer entfacht und hoffen, dass die Fans auch mitmachen. Basilisk, da hören sie es.